Nun denn, die Aufnahme startet, die Schia macht sich warm und wir lauschen dem tosenden Applaus und starten mal die Feuerzeremonie. Breakdance, okay. Das sieht aus wie eine Skaterbahn. Was habe ich da gerade gekriegt? Tanz mit dem Schafsmann. Okay. Na dann. としてのモットー 簡単な話さよりをWieder Nebenquest. Farbnäherin? Okay. Scheiße, meine Kopfhörer gehen leer. Sekunde, hab's gleich. Viel zu abstrakt. Schon ein bisschen abstrakt. Kopfhörer einschalten, decken. Mit Ladekabel. Wie viel Monora verlangst du? Skizzen? So eine richtige Sprayerin wegen der Sprühdose. Dann sind das, keine Indianer-Ureinwohner, sondern mehr so eine Art Mischung aus. Bah, scheiße, ist das hell. Soll das wohl ja ein Event sein oder wie oder was? Ich glaube, das zieht eher als Event. Als einen Eventi. Okay. Eins haben wir schon mal irgendwie freigeschalten. Stand da gerade mit Graffiti. By the way, haben wir eigentlich einen neuen Legendenauftrag? Nee, gell? Nö, abgesehen von dem da. Warum hier hin? Da waren wir doch eigentlich schon. Ach, wir müssen der Kleinen folgen. Oh, weißt du was? Huch. Ich mach den hier. Dann werde ich nicht mehr gestört von Nebenquests. Nani würde hier besser klingen.
うちの部族は石を相手に生きてるから、これは私たちの象徴の一つなの。それにちゃんと固定されてるから安心して。 Okay. Soll das vielleicht die Aufladung sein für dieses Nachtdingens da? うちの部族には音楽やダンスが好きな人が多くて、みんなリズム感がすごくいいんだ。外国から来た人がわざわざここに来て勉強したり交流したりしていくこともあるよ。パパとママはダンスを教えたかったみたいだけど、私はやっぱりすごい選手になりたいの。Du hättest Tänzerin werden sollen. Keine Kriegerin. Für Kriegerin bist du noch zu jung. Diese Dinos da sind schon ein bisschen weit verbreitet. Alter, der hat einen Slashhammer. Und was für einer. Also Pascal würde eher Pascal besser klingen, ne? Komme ich da von da hoch oder? Warte mal, ich muss mal was ausprobieren. Schade. Ich dachte, ich kann das so hochskaten. Muss ich noch mal probieren. Ah. Oh. Na, was haben wir denn da? Ah! Ich sehe nichts. Dann ist es also doch die große Hauptstadt. Niederlage und Tod. Ich wünsche dir viel Glück. Wobei, Catherine fehlt noch. Das hier sieht nach dem Schmied aus. Naja, zumindest ist hier in der Nähe wahrscheinlich irgendwo das Schmied. Da gräbt sich ja noch irgendwas. Auch wenn... hier das da ist. Gibt's da dann nicht irgendwo? Naja. Setzen wir es mal fort. Vielleicht erklärt uns die Kleine ja den Rest, wenn sie uns hier alles gezeigt hat. Aioi?
Also da habe ich meinen besser benannt mit Ryuji. Ey, hat jeder seinen eigenen Pet oder wie? Hey, da ist ja unser Ryuji. Was wäre passiert, wenn wir den jetzt nicht an erster Stelle eingesammelt hätten? あなたたちにもリュウの仲間がいるの。すごく大人しそうな子だね。キュウちゃんとも仲良くなれそう。じゃあ、ユウちゃんたちはゆっくり遊んでて。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメ。じゃないとユウちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。 Dann folgen wir mal der Kleinen weiterhin. Ich frage mich, was das für ein Stein ist, ob das Obsidian ist oder so. これはうちの部族が一番大切にしてる最も神聖なものだよ。みんな大霊？神みたいなものか？ワイオプ。まあそんな感じかな。私たちはみんな。 エンジンが地上に、大霊が地下にいるって信じてるの。Okay。みんな定期的にここに集まって、部族の長から大霊の夢に関する話と大霊の意思の解説を。Also so eine Art Gebetsstein, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. 大霊は過去だけじゃなくて未来も見た。あれ、カチーノじゃないか。どうしてここに？Da ist wieder Pascal. Auch wenn der Pakal heißt, aber Pascal klingt viel besser als Pakal. Das ist fast, als wenn sie vergessen haben, das S dazwischen noch einzutippen. こんにちは。担当直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族の者だ。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか。Voll der Hipster. そんなこと言わないで、パカルおじさん。 Das ist völlig verständlich, ich sehe das ein. Soll das heißen, hier gibt's wirklich irgendwo eine Abenteurergilde? なるほど. Wen meint er mit seine Untergebenen? Und woher kennt er uns? カチーナ、今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。Deswegen hat er so einen Slashhammer, weil er der Häuptling ist. 大丈夫。まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。 Dann ist vielleicht Mulan oder Milano so ein Charakter von einem anderen Stamm.
Wenn das hier der Stamm der Echos ist, dann ist vielleicht Mulani der Stamm der, des Seevolks oder so in der Richtung. Weil sie auf ihrem Haifisch reitet. Wer weiß. Und wie ihr vielleicht merkt, ich skippe ein bisschen hier durch, weil interessiert mich jetzt ehrlich gesagt eher wenig, diese Vorgeschichte mit Kachina und so. Sieht eher aus wie so eine Obsidianfeder. コメの有する英雄の物語は増え、それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまた、その功績に励まされる。例えば、私みたいにね。でももし、あんまりたくさんの英雄たちも昔頑張ってきたんだってことを知らなかったら、とっくに諦めてたかも。 Stimmt, wir kriegen ja dann auch neue Fähigkeiten wegen Pyro. Wir haben dann nicht mehr Wasser, sondern wir haben dann ja Pyro-Fähigkeiten. Fällt mir gerade so nebenbei ein. Sobald wir die Gottesstatue betreten haben, darauf freue ich mich auch. Dann will ich mal meine Flammenatmung austesten. Wird der Pyro-Archon auch anwesend sein? そうだよ。エンジン様は気化星矢の準備。それならちょうどよかった。二人が一緒なら心配ないな。さあ、早く行ってくれ。 Lassen wir jetzt die Stadt hinter uns und was passiert hier? Gar nichts. War wohl nur so ein dumpfes Hintergrundgeräusch. じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん。バカルおじさんは、おじさんは年を取った。 おじさんが大会を見に行ったら、本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。んー、どうしようかんすよ、どうも。本当だよな。うんうん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんな、 あなたを守る強者になることに憧れてる。オッケー。これは別に自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、まあいいか。聖火競技場で、キカ星矢の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば、考えも改まると思う。私たちの文化と歴史を体感してもらうのには、いい機会になると思うよ。あっちに行けば、 児玉の子の集落から出られる。それから最後のスポット、七天神像もあそこにあるよ。さあ、行こう。 Yay, Statue der Sieben, darauf wollte ich doch hinaus. Und ich habe im Übrigen gerade erst hier Plüschpuschelschwanz entdeckt. Der ist mir davor gar nicht so aufgefallen. Dann mit einer Matzgeschwindigkeit nach oben und wow, der Ausblick. Toll ist es Tag. Ich wollte es bei Nacht sehen. Und ich glaube, hier ist ein Vulkan. Ja, unsere schöne neue Elementarkraft. Darauf freue ich mich. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wechseln wir uns von Blau in Rot. Aber erstmal die Welt aufdecken.
Sieht man da dann schon? Nee, sieht man nicht. Kinder des Echos. Tepig Hang. Schwefelkristalladern. Okay, krass. Da ist der erste Boss. Oh, das ist nicht der Boss, den ich haben will. Ich spüre nichts. Da ist nichts passiert. Das wäre jetzt aber ein bisschen mies. それよりも前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。 Yep, so war es schon immer. ちょっと見せてくれないかな？できればでいいから。 Sicher. お前の腕を見せてやれ。 Macht er jetzt was so oder was macht er jetzt? Ach nein, er wechselt auf Elektro. Ach, er zeigt jetzt alle seine Fähigkeiten. Der Herr der vier Elemente. Hätte noch Geo gefehlt. ダメだ。やっぱり岩の原子力しか使えないよ。私、とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたら、きっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ？Ein Drache. Da sehen wir die richtige Canyon-Welt. Weiß nicht, ob man den mit Sturmdrachen vergleichen kann. So, das wollte ich jetzt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal kurz umwechseln. Jetzt will ich wirklich mal... Oh, wir haben eine weitere Belohnung. Ach so, weil wir jetzt die Statue der Sieben akquiriert haben. Mulani macht wieder ihren Dance. Die muss aber kurz weichen. Für unseren Hero Boy. Das Hintergrund sieht nice aus. Und da ist der Vulkan, der ich nicht angesprochen habe. Jetzt will ich mal abchecken, ob wirklich. Okay. Tja, in dem Fall noch nicht Pyro. Pyrotechnik. So ein beschissenes Lied.
このチームなら絶対勝て。Okay, wir sollen dahin. Apropos, wo finde ich das? Menschen der Quellen. Ah, also sie kommt aus der Quellenregion. Menschen der Quellen. Es gibt einmal die Echos und einmal die Quellen. Ich probier's mal. Wow. Werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und jetzt? Wo geht's weiter? Ach da, sag's doch gleich. Reicht es noch von der Zeit? Okay. Was haben wir hier? Bisschen Gold. Ach, das war auch wieder von so einer Herausforderung. Mich eigentlich, wenn ich die Feuerteilchen eingesammelt habe. Am Ende wartet auf jeden Fall ein Teleport. Nee, kein Moment. Lass mich in Ruhe. Fick dich. Ich hab doch nicht stören angeklickt. Oder muss ich das wieder neu machen?
hat er es jetzt endlich mal. Schnappeln dann die Kiste als Belohnung. Wäre so geil, wenn man skippen könnte hier. Gerade bei solchen Kack-Nebenquests, die einen ausbremsen. Da vorne ist wieder so eine Segen der Statue gedöhnt. Da, ich hab's eigentlich an. Was greift er mich jetzt an? Tja, wenn ich hören will, muss fühlen. Was haben wir hier? Hätte ich fast vergessen. Scheinen ganz schön viele dieser Pyro-Teile zu geben. Was ist denn das? Warte mal kurz. Ich vergesse die ganze Zeit E zu drücken dabei. Stimmt, eine Kuh war's. Ganz vergessen. Naja, wenn wir schon mal hier sind. Ich bin schon mal hier.
不思議なものをいっぱい見てきたからか、なんだかお腹が空いてきたぜ。Ja, Hunger jetzt nicht, aber ich muss was trinken. Ich denke nur darüber nach, was mit der Statue der Sieben passiert ist. Muss wohl noch ein bisschen warten, bis ich meine Pyrotechnik loslegen kann. とっても長生きな強い生物だって聞いたから。そうだぞ。Soll das heißen, dass der Pyro-Archon schwach ist, wie Furina, also menschlich? 違うよ。ナタの変人は、変人になる前はみんな普通の人間だったの。Okay. え？人間が神になったのかよ。そんなことができるのか。Das ist in etwa was Furina getan hat, aber. お前も不思議だって思うよな。これって珍しいことなの？なんていうか、今までの旅で知ってきたこととはちょっと違うな。人間が神になるっていうのは。そう簡単にできることじゃないと思うぞ。具体的にどうなってるのかは私も知らないんだよね。Und ich dachte, der Pyro Archon hätte was Richtiges zu bieten und hätte und würde damit Ale beispielsweise in den Schatten stellen. ただの偶然だと思うよ。Weil momentan ist Ale der stärkste Pyro Character in Genshin.Gefühlt vom Spielweisen her. Oh, mal sehen. Vielleicht kann sie einem doch in den Schatten stellen, unser Pyro-Archon. Auch wenn sie ein Mensch ist.私はともかく部族の年寄りまでこんなに強い変人は見たことがないって言ってた。Das stimmt nicht ganz. Wenn Sie Raiden kennenlernen, dann würden Sie sehen, was Stärke bedeutet. でもバカルおじさんも言ってたけど。今日の限界は明日の目標になる。だから未来の変人はきっとどんどん強くなっていくんだろうね。Soll das so eine Art One for All sein oder wie oder was? 人間が神になることはさておき、今の変人が強いっていうのは、オイラたちにとっていいことなのか悪いことなのかわからないぞ。Weder noch, würde ich sagen. Also es kann doch nur gut sein, wenn sie wirklich so stark ist, wie alle berichten. Ich glaube, es kommt darauf an, wie der Archon über uns denkt. Und ich glaube, Inazuma hat so ein richtiges Loch in unser Herz reingebrannt, beziehungsweise so ein richtiges... Ach du Scheiße, Gefühl bei uns hinterlassen. Aber muss schon sagen, Inazuma war übelst geil und übelst heftig. Und bisher auch das Beste. Inazuma kann man nicht so einfach toppen. Mit dem, was Raiden abgeliefert hat.
Lass was mich mal versuchen. Vielleicht bekommen wir dadurch unsere Pyrokraft. Und ansonsten haben wir Mulani. Ach, damit wird das da aufgeladen wahrscheinlich. Es ging einfach ganz natürlich. Das ist ein großer Drache. Das ist so ein Brachiosaurus gefühlt. Kann man den überhaupt bekämpfen? Also Toto klingt schon besser als dieses Ayo oder wie der den genannt hat. Okay, ich glaube nicht, dass man den angreifen kann. Der ist mehr als 9 Meter hoch. Der ist schon fast ein ganzes. Der misst mindestens so 12 Meter. Da hinten waren, irgendwelche Gesteinsbrocken. Du wirst auf dem Reiten oder wie? Auf den Kopf sogar. Wie die Kamera so mitwackelt. Hier habe ich irgendwelche Kristalle. Hier, die hier. Sieht das die Kristalle aus Fontaine? Hat aber auch ein bisschen Afrika-Vibes mit den Bäumen da. Und das Viech ist irgendwie so eine Mischung aus Langhals, Dino und Giraffe. Das sieht mehr nach einer Hauptstadt aus. Na gut, das ist die Arena. Am Ende sind wir nur ein paar Zentimeter weit gelaufen. Wo ist der Teleporter? Ja, okay, wir sind doch ein bisschen mehr als ein paar Zentimeter. Oh, wir haben eine weitere Statue neben uns. Ach, der hat uns direkt zur Statue gebracht. Das ist ganz nett von ihm. Aber ich hätte schon gerne die Kristalle da hinten mit eingesammelt. Ah, da ist auch der ganze Rest. Schon aber ein bisschen kacke, dass hier das eine ist und hier dann der ganze Rest. Wisst ihr, was ich meine? Was ist denn das? Ein Gasthaus.
wetten, dass es hier auch nicht freigeschalten. Weil das da ist nur zweimal bisher freigeschalten worden. In Inazuma ist es nicht und in Fontaine ist es nicht. Warum macht man das dann eigentlich noch? Vielleicht ist Nadla einfach anders. Vielleicht weil der Archon keine Gottheit, sondern menschlich ist. Naja, wird vielleicht der Archon genaueres sagen. Ich will euch nicht angreifen, ich wollte eigentlich nur das da. Die Shia passt eigentlich ziemlich gut in dieses Setting, nicht wahr? Ist irgendwie so eine Flamme. Wie bei den Olympischen Spielen. Die Kleine macht hier gefühlt ein bisschen mehr Damage als bei den anderen Welten. Vielleicht weil sie hier in ihrer Heimatwelt ist. So, dann tun wir mal noch die anderen 5 abliefern. Ja, komm, gehen wir hier runter und dann tun wir das da gleich mitnehmen. Weil eigentlich will ich ja unsere Mulani so schnell wie möglich hochstufen. Double Kill. Und das dann nehmen wir auch gleich mit. Da vorne ist es auch schon. Da nehme ich noch die Truhe mit. Dann haben wir das auch. Obst. Da ist ein kleines Minidorf. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Banditenlager oder so. Was hatten die für eine Bazooka? Die gerade schreien, ba ba ba. So sweet. Der Wald hier sieht nice aus. Titipak-Gipfel oder sowas in der Richtung. Tempel der Vorfahren.
Aber immer noch nicht das, was wir suchen. Dann wird es wahrscheinlich hier sein. Nachkommen der Baumkrone, okay. Dann nehme ich mal den Luftzug hier und switch rüber über den Berg. Kosmetiktruhe. Na ja, kann man mal machen. So, was haben wir hier jetzt freigeschalten? Die schwebenden Inseln. Das sieht schon mehr nach so einem Nachtparadies aus. Alter, was feuern die da bitte schön ab? Ich finde das so süß, wie sie das so sagt, dieses Sabotage. Auch wenn ich das nicht nachmachen kann. Also, ich muss da oben hin. Habt ihr gesehen, hier ist es ein bisschen schneller, ist es ein bisschen länger. Durch das da unten. Ja. Konzentrierter Quarz. Den gibt's auch in Fontaine. Müsste ich also noch ein paar auf Tash haben. So, dann flitzen wir mal schnell darüber. Was brummelt denn da so? Da sind die Menschen der Quellen. Da hoffe ich auf die Blümchen von ihr. Und hier kann ich dann ihr Artefakt-Set holen. Muss ich doch das hier einsammeln für ihr Level?
Nee, das ist was anderes. Oh, wo ist denn dieses Vieh? Ich habe jetzt alles aufgedeckt. Und nur das da. Ach, da! Na dann. Das ist irgend so eine Ruine. Eine Ruine. Für die Ruine. Tun wir mal den hier aktivieren. Auf Wasser verbraucht es weniger. Das sind Flamingos. Ich kann das nicht, aber ich würde es gerne können. Oh. Das da suche ich doch. Tatsächlich. Hallo. Da ist noch mal eins, zwei. Tue ich am besten mal markieren. Und dann war eins hier ungefähr. Dann bleibe ich mal auf dem Wasser mit dem Fiji. Ich liebe das so an ihr. Da war ich schon. Hä, warte, warum habe ich die dann übersehen? Pinky Man. Wenn die da schon so offen da liegen. Ich weiß noch, wo ich die bei Fontaine gesammelt habe, wie verrückt, nur um dann so eine Waffe herzustellen. Boah, waren das jetzt 10.000 oder 100.000?
Aber ich glaube ja 10.000. Warum kann ich hier nicht hoch? Warum kann ich da nicht hochklettern? Der verreckt einfach. Und sogar eine wertvolle Truhe. Gut, dann surfe ich mal noch kurz hier entlang. Dann eben so. Ach, Nase juckt. Noch mal kurz alles abgrasen. Man findet ganz schön viele von diesen Blümchen. Finde ich gut. Damit müsste ich schon eine Stufe auf jeden Fall zusammen haben, wenn nicht sogar schon zwei. So, da ist ein Kapibara. Haben wir noch mal Blümchen hier irgendwo? Huch, was war denn das? Ich dachte schon, das sei ein Otterpotter, aber das ist was anderes. Oh! Nice. Wäre geil, wenn die Seemonster uns nicht angreifen, weil wir mit Mulani unterwegs sind. Da oben ist ein Teleporter, sehe ich gerade. Soll ich? Mache ich später nach dem Teleport. Der müsste da oben irgendwo sein. Kann ich hier vielleicht so außen rum und dann ist da so eine Treppe? Huch, was war das für ein Absturz? Kommst du da nicht hoch? Jetzt?
Hans versteckter Teleport. Ach, da kommt man vielleicht durch so eine Höhle und dann hierhin irgendwie. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr verfolgen. Ich habe hier meine Sachen eingesammelt. Dann würde ich jetzt als nächstes das hier in Angriff nehmen. Sprich, ich teleportiere mich dort zurück und dann krabbel ich das alles von hier oben ab. Ich habe ja zum Glück jetzt hier ein paar Monde. Aber ich glaube, die Uhrzeit ist wieder vorbei. Kann das sein? Oh, eine Stunde. Ach du heilige Scheiße. Na dann, tschüss.